Atlantis. Geheimnisvoll, aufsehenerregend und in der Antike von allen beneidet. Sie waren unermesslich reich und technologisch hochentwickelt. Eine verlorene Zivilisation. Größer als Rom, größer als Ägypten, größer als Griechenland. Wurde es von Erdbeben zerstört oder von Tsunamis weggespült? Vergangen, aber nicht vergessen. Etwas muss passiert sein. Ihre Suche hat Forscher in die entlegensten Winkel der Erde geführt. Ich kann Ihnen 24 über die ganze Welt verstreute Orte zeigen, von denen Leute behauptet haben, aha, genau da war Atlantis. In die Weiten des Himmels. Ihre Zivilisation wurde der Menschheit von Besuchern von einem fremden Planeten geschenkt und ließ sie die dunkelsten Kapitel der Menschheit durchleuchten. Viele Nazis betrachteten Atlantis als die mystische Heimat der arischen Rasse. Ist dies der Schlüssel zu unserer Vergangenheit? Was genau passierte damals und was haben wir aus dieser Zeit geerbt? Ich bin Natalie Morales. Begleiten Sie uns auf eine... Zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens können wir miterleben, wie führende Experten auf zwei Expeditionen versuchen, Atlantis zu finden. Ich meine, das ist eine Art Kanal. Wir reisen ins Mittelmeer mit einem Forscher, der nicht nur behauptet, den verlorenen Kontinent gefunden zu haben, sondern dafür auch Beweise vorlegen will. Für mich steht fest, dass wir in diesem Moment auf der Bergspitze der Insel Atlantis stehen. Und eine halbe Weltreise von uns entfernt auf den Bahamas begleiten unsere Kameras ein Team von Tauchern, die neue Beweise einer alten und bisher unbekannten maritimen Kultur zutage fördern. Ah, ja, da kommt er. Könnte das hier Atlantis sein? Zwei konkurrierende Expeditionen, die alles in Frage stellen werden, was sie bisher über die Ursprünge unserer Zivilisation zu wissen glaubten. Nun in die Suche nach Atlantis. Verblüffende neue Erkenntnisse. Unsere beispiellose Suche nach Atlantis begleitet zwei laufende Expeditionen. Auf den Bahamas hofft ein Team enthusiastischer Taucher, den wissenschaftlichen Beweis dafür zu finden, dass diese flachen Inseln die letzten Überreste von Atlantis seien. Und auf der anderen Seite des Globus, im östlichen Mittelmeer nahe der Insel Zypern, begleiten unsere Kameras einen amerikanischen Abenteurer, dessen Suche nach Atlantis wohl eine der teuersten und wissenschaftlich ehrgeizigsten der Geschichte ist. Atlantis ist der heilige Gral der Archäologie. Atlantis steht im Zentrum aller verwirrenden Fragen, denen sich die Menschheit gegenüber sieht. Mysterien, von denen Suchende wie Michael Sarian behaupten, dass sie vor 50.000 Jahren in den Tiefen des Weltraums begannen, als Außerirdische einer fernen Galaxie sich auf die Reise zur Erde machten. Aus meinen Büchern wissen Sie, dass Atlantis von Außerirdischen gegründet wurde. Die Theorien, für die diese Abenteurer ihre Reputation aufs Spiel setzen, sind verschieden, ihre Methoden sehr unkonventionell. Aber ihr Ziel ist dasselbe, Geschichte zu schreiben, indem man als Erster beweist, und zwar über alle Zweifel erhaben, dass die Legende von Atlantis tatsächlich einen wahren Hintergrund hat. Die Geschichte von Atlantis ist eine der ältesten und bekanntesten Legenden dieser Welt. Hier, inmitten des unermesslichen Ozeans, liegt Atlantis, unser mächtiges Imperium. Filmemacher haben sich diese Geschichte im Laufe der Jahre immer wieder vorgenommen. Aktiviere den magnetischen Strahl. Es gab Atlantis, der verlorene Kontinent, Unga Khan, der Herr von Atlantis, und die erfolgreiche Fernsehserie Stargate Atlantis. Wonach wir suchen, mag unglaublich weit weg sein, aber wir können es finden. Atlantis. Bei einer so weltbekannten Legende ist es kein Wunder, dass Atlantis nicht nur ein kommerzieller Markenname geworden ist, sondern auch Abenteurer, Schriftsteller und Wissenschaftler immer wieder dazu bringt, besessen danach zu trachten, das Unerklärliche zu erklären. Jeder kennt den Begriff Atlantis und hat vielleicht irgendwelche Geschichten darüber gelesen. Aber das Thema Atlantis ist darüber hinaus auch ein wissenschaftliches Thema, ein historisches Thema. Atlantis ist aus dem einen Grund wichtig, weil die Geschichte für uns wichtig ist. Die geschichtliche Wahrheit, die ist wichtig. Unser Taucherteam auf den Bahamas wird von Greg Little geleitet. Da ist eine Leiter. Kommst du dran? Der vom Psychologen zum Abenteurer und Filmemacher wurde. 8 Tage und Nächte wird dieser 26 Meter lange, umgebaute ehemalige Krabbenkutter die Operationsbasis dieses Teams sein.
In dieser Zeit werden sie auf dem Ozean hunderte von Seemeilen zurücklegen. Von den seichten Ufern von Bimini bis zu der abgelegenen Insel Kaysel vor der Küste von Kuba. Ich bin mir ganz sicher, dass Kuba dazugehört. Begleitet wird Little auf dieser Reise von seiner Frau Laura, einer bekannten Atlantis-Autorin. Diese Fotos sind die besten, die wir bisher gesehen haben. Von Bill Donato? Das waren ja tausende von Quadratkilometern. Einem unabhängigen Archäologen? Wie tief ist das da? 2,5 bis 3 Meter? Und von John Van Auken, dem leitenden Direktor der Association for Research and Enlightenment in Virginia Beach, einer Organisation, die sich dem Werk des amerikanischen Hellsehers Edgar Cayce widmet. Die Voraussagen Edgar Cayces aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind für dieses Team im 21. Jahrhundert ein wichtiger Anhaltspunkt auf der Suche nach Atlantis. Edgar Cayce hat nicht nur Beginn und Ende des Zweiten Weltkrieges vorausgesagt. Er kündigte auch die Weltwirtschaftskrise, die Unabhängigkeit Indiens und die Staatsgründung Israels viele Jahre vorher an. Und er hatte verkündet, dass man irgendwann Beweise für die Existenz von Atlantis auf den Bahamas finden würde. Als Medium war Cayce weiterhin davon überzeugt, dass er in einem früheren Leben Atlantianer gewesen wäre und beschrieb in Trancezuständen oft das alltägliche Leben in Atlantis. In Band 22 seiner Vorlesungen über Atlantis hat er viele atlantische Namen festgehalten, die alle recht überzeugend klingen. Für Bill Donato und John Van Auken ist die Reise nach Bimini nicht nur eine wissenschaftliche Expedition, sondern auch eine persönliche Suche. Wie Edgar Cayce glauben beide an die Wiedergeburt und beide glauben auch, bereits in Atlantis gewesen und durch seine Straßen spazieren gegangen zu sein. Eines meiner früheren Leben hat sich in Atlantis abgespielt. Und das muss auch der Grund dafür sein, dass mich alles, was mit Atlantis zu tun hat, so fasziniert. Es berührt etwas in meinem Innersten und ich spüre etwas Latentes, Verschüttetes, ein verborgenes Wissen. Ich schlage vor, dass wir hier anfangen. Wir können ja nicht unter alle gucken. Wir können nicht unter alle diese Blöcke schauen. Diese unter Wasser liegenden, schnurgerade ausgerichteten Gesteinsblöcke vor der Küste von Bimini auf den Bahamas sind auf der ganzen Welt als die Bimini-Straße bekannt. Die Bimini-Straße fasziniert Wissenschaftler und Abenteurer gleichermaßen, seit sie 1968 das erste Mal aus der Luft gesichtet wurde. Atlantis-Enthusiasten schlossen sofort daraus, dass die Bimini-Straße ein Teil von Atlantis sein müsste. Die etablierten Wissenschaftler blieben skeptisch, nur einige beschäftigten sich ernsthaft mit der Atlantis-These. Diejenigen, die die Bimini-Straße untersuchten, entnahmen Gesteinsproben und schrieben Berichte, in denen von einer natürlichen Kalksteinformation die Rede war. Die Atlantis-These nannten sie den Bimini-Schwindel. Bimini war diskreditiert. Es wurde zu einem Ort, den Archäologen mieden. Kein Archäologe konnte es sich mehr erlauben, Bimini als archäologische Fundstätte zu bezeichnen. Das hätte wohl seinen Ruf ruiniert. Aber dieses Team lässt sich nicht beirren. Sie sind überzeugt davon, dass die Bimini-Straße von Menschen erschaffen wurde, sehr alt ist und von großer Bedeutung. Und den Beweis dafür hoffen sie, unter der Straße zu finden. Wissenschaft basiert auf Beweisen, aber sie muss auch für neue Ideen offen sein und muss neue Beweise akzeptieren, sobald sie sich ergeben. Richtung Norden, ja. Um auch den letzten Skeptiker von der Existenz von Atlantis zu überzeugen, wollen diese Forscher buchstäblich jeden Stein umdrehen, um die nötigen Beweise zu finden. Sie sind nicht die Ersten. Seit über 100 Jahren finden die Menschen immer wieder Beweise für Atlantis. In versunkenen Häfen, Tempeln und steinernen Monumenten überall auf der Welt. Von den Bahamas bis zu den Anden, von der Antarktis bis in die Südchinesische See. Aber jede Suche nach Atlantis beginnt unweigerlich hier im östlichen Mittelmeer, wo so viele Mythen und Legenden ihren Ursprung haben. Um das Jahr 360 vor Christus beschreibt der große Philosoph Platon eine verlorene Zivilisation, Atlantis, in zwei Dialogen, Timaios und Kritias. Ein Ort der Schönheit, Vollkommenheit auf Erden. Da sie eben alles andere außer der Tugend für wertlos ansahen, so achteten sie alle vorhandenen Glücksgüter gering und betrachteten mit Gleichmut und mehr wie eine Last die Masse ihres Goldes. Platons Beschreibung von Atlantis hat Forscher angestachelt.
Aber sie fasziniert auch Wissenschaftler wie den Anthropologen Ken Fader. Er ist zwar nicht von der Existenz von Atlantis überzeugt, Platons Beschreibung der mächtigen Bürger von Atlantis fesselt ihn allerdings. Sie waren unermesslich reich, technologisch sehr hoch entwickelt und militärisch auf dem neuesten Stand. Aber wo hat Platon von dieser verlorenen Insel gehört? In seinem Werk erzählt Platon die Geschichte, als hätte er sie vom griechischen Staatslenker Solon gehört, den viele Gelehrte den Vater der Demokratie nennen. Solon wiederum gab an, die Geschichte von einem ägyptischen Priester gehört zu haben. Robert Sarmas ist Geschäftsmann und Abenteurer. Er hat sich intensiv mit Platons Werk beschäftigt, um Hinweise zu entdecken, wo Atlantis zu finden sei. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Ägypter die Geschichte an Solon weitergereicht haben und sie so nach Griechenland kam. Solon verbrachte den Rest seines Lebens damit, sie zu übersetzen, sie zu bearbeiten, und er versuchte auch, sie in Reimform zu bringen. Und nur 200 Jahre später bekam Platon sie in die Hände. Platon beschreibt eine Gesellschaft, die 9000 Jahre vor seiner Zeit existiert hätte, also heute vor 11.000 Jahren. Atlantis wird als wunderschöne Insel beschrieben, fruchtbar und reich an Bodenschätzen und von seinen Bürgern in aller Pracht bebaut. Aber Platon beschreibt auch die dunkle Seite der Atlantianer. Der enorme Reichtum brachte ihnen Macht, und zur Macht kam die Korruption. Sie waren fest entschlossen, die ganze Welt, die sie kannten, zu unterjochen. Und sie wussten, dass niemand sie aufhalten kann. Bis auf eine kleine Gruppe, ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, der weder wohlhabend noch technologisch entwickelt war und auch militärisch keine ernstzunehmende Größe. Aber was sie hatten, war Anstand. Sie hatten Anstand und Moral auf ihrer Seite. Diese anständigen Leute waren Platons Vorfahren, die Athener. Für Feder und andere Wissenschaftler ist die Geschichte von Atlantis nicht mehr als eine Allegorie, eine historische Version von Star Wars. Das böse Imperium in Star Wars entspricht Atlantis. Und die guten Kerle, Luke Skywalker und die anderen, entsprechen dem alten Athen. Eine kleine Gruppe, die sich der völligen Dominanz durch ein böses Imperium in den Weg stellt. Warum? Weil die Kraft mit ihnen ist. Nach Platon straften die Götter Atlantis nach der Niederlage gegen die Athener noch weiter, indem sie die Insel von Erdbeben gigantischen Ausmaßes, Überschwemmungen und Springfluten heimsuchen ließen und Atlantis auf den Grund des Meeres hinabstießen. So bleibt nach 11.000 Jahren die Frage nach wie vor: Ist die Geschichte von Atlantis Fakt oder Fiktion? Hat es Atlantis überhaupt je gegeben? Der Streit darüber ist so alt wie die Geschichte von Atlantis selbst. Ein Konflikt zwischen denen, die leidenschaftlich daran glauben, dass die alten Legenden auf Wahrheit beruhen, und den Skeptikern, die sagen, beweis es. Es gibt Beweise auf der Welt, dass in der Vergangenheit etwas Seltsames passiert ist. Glaubt man Michael Sarian, dann sind antike Mythen und Steinreliefs wie diese so etwas wie eine frühzeitliche Tageszeitung. Es steckt Wahrheit in den Geschichten und Realismus in der Kunst. Und alles deutet auf die Existenz von Atlantis hin. Das war Journalismus. Es gab damals noch kein Fernsehen, aber etwas, das fast so gut war. Zugegeben, Platon war Philosoph, Platon sprach in Allegorien. Aber das sind alles Teile eines Puzzles. Unsere Suche nach Atlantis wird der erste Versuch sein, alle Teile zusammenzusetzen. Dafür werden wir wissenschaftliche Hightech-Methoden, historische Recherchen und paranormale Kräfte einsetzen. Unsere Teams werden den Ozean durchkämmen und den Himmel erforschen, um die eine Frage zu beantworten, die die Menschheit seit Tausenden von Jahren beschäftigt. Hat Atlantis tatsächlich existiert? Wenn wir irgendetwas finden könnten, Töpferarbeiten, Dinge, die sich auf wenigstens 10.500 vor Christus zurückdatieren lassen, dann wäre das der Heilige Gral. Dann würde alles anders aussehen. Gleich ein Geheimnis, dem Da Vinci-Code mindestens ebenbürtig. Die Atlantianer sind nicht weg. Nehmen wir mal an, dass zwar kein ursprünglicher Atlantianer mehr lebt, aber ihre Blutlinie, die gibt es noch. Und aus der Fruchtbarkeit deiner Familie. Das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Suche nach Atlantis. In den Augen vieler Nazis war Atlantis die mystische Heimat der arischen Rasse. Und wir berichten von einer erstaunlichen Entdeckung auf dem Meeresboden. Wenn es weitergeht mit Die Suche nach Atlantis, verblüffende neue Erkenntnisse.
Die Insel Bimini liegt etwa 100 Kilometer östlich von Florida. Hier nur einige hundert Meter von der Küste entfernt, befindet sich die sogenannte Bimini-Straße, eine 500 Meter lange Reihe identisch geformter Gesteinsblöcke. Eine so exakt gerade Linie sollte in der Natur nicht vorkommen. Dennoch sagen Geologen, dass sie natürlichen Ursprungs wäre. Archäologen ignorieren sie. Aber dieses Team engagierter Taucher und Forscher kommt jedes Jahr hierher zurück, weil sie glauben, dass die Straße von Bimini sie nach Atlantis führen wird. Wie andere, die sich der Suche nach Atlantis verschrieben haben, scheinen sie immer wieder etwas zu finden, das sie ermutigt und das sie fasziniert. Geheimnisvolle geometrische Abdrücke auf Steinen, die wie Spuren von Werkzeugen aussehen. Stücke grauen Marmors und zylindrische Gesteinsbrocken, die an Säulen erinnern. Nichts Eindeutiges, aber genug, damit sie immer wieder kommen, um nach der verlorenen Stadt zu suchen, die sie nur aus Büchern kennen. Platons Geschichte von Atlantis fasziniert die Leser seit Tausenden von Jahren. Aber vor dem 19. Jahrhundert machte sich kaum einer die Mühe, tatsächlich nach der Stadt zu suchen. Das änderte sich 1882, als ein amerikanischer Politiker namens Ignatius Donnelly Atlantis wiederentdeckte. Ignatius Donnelly ist wahrscheinlich der Hauptverantwortliche für die Popularisierung des Mythos von Atlantis. Er schrieb ein Buch, Atlantis, die vorsintflutliche Welt. Dieses Buch und Donnellys unermüdliche Eigenwerbung brachten Atlantis sozusagen auf die Landkarten zurück. Donnelly sah in Atlantis das Bindeglied zwischen der alten und der neuen Welt und nutzte die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit. Nach der Beschreibung Platons sah der Tempel von Atlantis etwa so aus. Donnelly fand, dass der Aufbau dieses Tempels fast identisch mit dem der Pyramiden in Ägypten sei. Und dass beide eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den in Mexiko gefundenen Pyramiden hätten, denen in Chichen Itza. Im Prinzip sagte Donnelly, hey, wisst ihr was? Wenn diese Dinger in Afrika stehen und in Mexiko, können die beiden Gruppen nicht von allein drauf gekommen sein. Wenn sie trotzdem beide sowas bauen, gibt's ein gemeinsames Vorbild, nämlich Atlantis. Donnelly hatte den perfekten Zeitpunkt gewählt. Die Mitte des 19. Jahrhunderts war die goldene Ära der Ausgrabungen. Wissenschaftler durchkämmten die ganze Welt nach verborgenen Schätzen. Es gab spektakuläre Entdeckungen in Ägypten, Mesopotamien und Mexiko. Doch es war ein Hobbyforscher, ein Geschäftsmann aus Deutschland, der die Welt erschütterte. 1878 machte sich Heinrich Schliemann auf den Weg, um einen Ort zu suchen, der genauso geheimnisumwittert war wie Atlantis. Die sagenumwobene Stadt Troja. Jahrhundertelang war sie als Legende abgetan worden. Wissen Sie, man dachte, jemand hätte da eine reine Fantasiegeschichte aufgeschrieben. Der Autor Zechariah Sitchin führt aus, warum es sich bei Schliemanns Entdeckungen wohl um den wichtigsten Fund in der Geschichte der Archäologie gehandelt hat. Das ist, glaube ich, das beste Beispiel für etwas, das man allgemein für einen Mythos hielt und das sich dann als Tatsache erwies. Die Entdeckung von Troja ist zum leuchtenden Beispiel für all jene geworden, die von dem Unmöglichen geträumt haben und das Unauffindbare finden wollen. Die verlorene Stadt von Atlantis. Die Ausgrabungen von Troja hatten kaum begonnen, schon tauchten die sensationellsten Schlagzeilen auf. Die verkündeten, dass Atlantis in der Wüste Sahara gefunden worden wäre. An der Westküste Afrikas. Und in Mexiko. Nehmen Sie eine Weltkarte. Ich kann Ihnen 24 über die ganze Welt verstreute Orte zeigen, von denen Leute behauptet haben, aha, genau da war Atlantis. Die Idee von Atlantis hat in der Archäologie eine sehr negative Nebenbedeutung. Die Nazis hatten sich Atlantis angeeignet und versucht, Atlantis als Heimat einer höher stehenden weißen Rasse darzustellen. Die Suche der Nazis nach Atlantis sollte einen Schatten auf alle zukünftigen Expeditionen werfen. Und wie wir später noch feststellen werden, waren die Methoden, die diese Nazi-Archäologen anwandten, einfach barbarisch. Der Zweite Weltkrieg beendete praktisch jede Atlantis-Forschung. Aber die Investitionen in militärische Technologie haben bald darauf ein neues Zeitalter in der Unterwasserforschung eingeleitet. Zuerst kamen Taucherhelme, dann Tiefseetauchkapseln und schließlich das Flaschentauchen. Der Wettlauf zum Meeresboden hatte begonnen.
Dutzende Expeditionen liefen an. Ganze Städte wurden gefunden. Unweit der ausgegrabenen Stadt Pompeji, nahe der Küste einer kleinen Stadt namens Baia, haben Taucher offenbar die Ruinen einer alten römischen Stadt gefunden. Dank neuer Unterwasserkameras schienen Zeitreisen möglich. Es war verwirrend, Strukturen zu finden, wo Unordnung herrschen sollte. Für eine ganze Forschergeneration schien der Nachweis der Existenz von Atlantis plötzlich greifbarer zu sein als je vorher. Der erste bedeutende Fund kam 1967. Griechische Archäologen entdeckten die verlorene Stadt Akrotiri auf der Insel Santorini. Sie liegt geografisch in der Nähe von Platons geliebtem Athen. Akrotiri wurde bei dem größten Vulkanausbruch, der je verzeichnet wurde, begraben. Asche dieses Vulkans ist seither sogar in China entdeckt worden. Diese halbkreisförmige Bucht ist das Loch, das die gewaltige Eruption im Meer zurückließ. Dies hier wurde in den ausgegrabenen Häusern gefunden. Wände mit üppigen Malereien und reich dekorierte Urnen, die von einer hochzivilisierten Kultur zeugen. Aber dann wird die Verbindung zu Atlantis brüchig. Erinnern Sie sich? Platon hatte gesagt, dass Atlantis 9000 Jahre vor seiner Zeit zerstört worden wäre. Aber wissenschaftliche Untersuchungen der Ruinen von Akrotiri datieren den Ausbruch auf bloße 2000 Jahre, bevor Platon die Geschichte erzählte. Die Wissenschaft kann nur spekulieren, wie die Legende im Lauf der Jahrtausende weitergegeben wurde. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, dass Akrotiri die Inspiration für Platons Geschichte war. Dennoch war das plötzliche Wiederauftauchen der Stadt, von der man dachte, sie sei verloren in der See, nur ein erster Hinweis auf die Entdeckungen, die noch folgen sollten. Archäologen sagen, sie hätten eine bedeutsame Entdeckung in Bezug auf die alte ägyptische Zivilisation gemacht. Im Jahr 2000 wurden drei versunkene Städte auf wundersame Weise vor der Küste Ägyptens entdeckt. Schnell wurde die Frage gestellt, könnte es sich hierbei um Atlantis handeln? Aber wieder einmal sagten die Archäologen nein. Diese Städte waren erst lang nach Platons Tod gebaut worden. Dennoch war das Atlantis-Fieber ansteckend, selbst für so skeptische Wissenschaftler wie Ken Feder. Was mich an der Atlantis-Geschichte fasziniert, ist, dass sich so viele dafür interessieren. Kennen wir jeden Schritt auf diesem Weg? Nein, kennen wir nicht. Aber deswegen ist Geschichte so interessant, weil es so viele Geheimnisse und Fragen gibt, die wir beantworten müssen. Die neueste Antwort auf die Atlantis-Frage wurde vor Platons Haustür gefunden. Forscher, die sich durch 3 Meter dicken Schlamm gruben, fanden die Ruinen von Helike. Die Stadt wurde von einem schweren Erdbeben und einer zerstörerischen Flutwelle vernichtet, ganz ähnlich, wie es Platon von Atlantis berichtet hatte. Helike lag nur 80 Kilometer von Athen entfernt und wurde im Jahr 372 vor Christus zerstört, circa 10 Jahre vor Platons Erzählung. Während Archäologen glauben, dass versunkene Städte wie Akrotiri und Helike Platon zu seiner Atlantis-Geschichte inspiriert haben könnten, vertritt Robert Sarmast eine ganz eigene Theorie. Er glaubt, dass Platons Geschichte von Atlantis mehr ist als ein hübsches Märchen. Er glaubt, dass sie Wort für Wort wahr ist und dass die Mittelmeerinsel Zypern einst Teil von Atlantis war. Das hier ist ein Teil der ursprünglichen Insel Atlantis, wo wir gerade fahren. Vor 20 Jahren wurde Atlantis für Sarmast zur Obsession, als er begann, die Geschichte und Mythologien der Welt zu studieren. Ausgehend von seinen eigenen Recherchen ist Sarmast davon überzeugt, dass Atlantis im Mittelmeer und nicht im Atlantik oder in der Karibik gefunden werden wird. Die Menschen vor 12.000 Jahren hatten ganz sicher keine Ahnung, was oder wo der Atlantische Ozean war. Wenn sie gut waren, wussten sie, was hinter ihrer Landesgrenze ist. Von dieser Theorie ausgehend studierte Sarmast Seekarten des Mittelmeeres und suchte nach einem Unterwasserberg, der vielleicht der Beschreibung Platons von Atlantis entsprechen würde. Nun wurde mir das Land im Ganzen als sehr hochgelegen und steil aus dem Meere aufsteigend geschildert. Die Gegend um die Stadt dagegen durchweg als eine Ebene, eine ganz glatte und gleichmäßige Fläche, die eine längliche Gestalt hatte. Von der ganzen Insel lag dieser Teil nach der Südseite zu, vom Norden her geschützt. Und es gab einen Kanal, halb den Berg hoch ausgehoben. Er führte an der Bergseite entlang, zusammen mit 2 Flussarmen, die am Gipfel entsprangen.
Mithilfe von Computermodellen fand Samast im Jahre 2002 die Übereinstimmung, nach der er gesucht hatte. Wenn wir den Meeresspiegel um etwa 1.500 Meter absenken, taucht eine Insel auf, die Punkt für Punkt der sehr ausführlichen Beschreibung Platons entspricht. Im folgenden Jahr schrieb er ein Buch, in dem er die These vertrat, dass man die Überreste von Atlantis etwa 80 Kilometer vor der Küste Zyperns finden würde, und begann, Geld für die Expedition zu sammeln. Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels, dass wir die Überreste von Atlantis 80 Kilometer von hier finden werden, in dieser Richtung. Und das wird unser Weltbild vollkommen verändern. Und gleich ein kurzer Blick auf einen geheimnisvollen Berg. Aber zuerst, unser Unterwasserteam findet faszinierende Beweise dafür, dass die Bimini-Straße nicht nur von Menschen gemacht wurde, wir werden ihn zu viert oder zu fünft hochziehen müssen, sondern dass sie auf eine antike Zivilisation hinweist. Wir sprechen hier von 3000 bis 5000 vor Christus. Und warum ließ Hitler so besessen nach Atlantis suchen? Gleich bei Die Suche nach Atlantis. Verblüffende neue Erkenntnisse. Es ist ein kleiner Schritt von der lauten Welt über den Wellen zu der stillen Welt darunter. Aber für diese Taucher ist es vor allem eine Zeitreise in die Vergangenheit. Hier im klaren, seichten Wasser der Bahamas gleiten die Taucher hinunter zu der Straße von Bimini. Im hellen Sonnenlicht erkennt man eine lange Reihe von großen Steinen, die erstaunlicherweise alle gleich groß sind. Die Natur hat von den Blöcken Besitz ergriffen und die Kanten sind vom Alter abgeschliffen. Die Frage, wieso die Bahamas oder wieso gerade diese Region, lässt sich im Grunde ganz leicht beantworten. Platons Hinweise führen ganz klar in diesen Teil der Welt. Er sagte, Atlantis läge irgendwo jenseits der Säulen des Herakles, die die Straße von Gibraltar flankieren, im wahren Ozean, welcher der Atlantische Ozean wäre. Und dass man, wenn man von Insel zu Insel hüpft, den gegenüberliegenden Kontinent erreichen würde. Der gegenüberliegende Kontinent war sicher Amerika, entweder Nord-, Süd- oder Mittelamerika. Der Leiter des Teams, Greg Little, ist davon überzeugt, dass er in dieser Ansammlung von Steinen den ersten Beweis dafür finden wird, dass eine hochentwickelte maritime Kultur hier existiert hat, lange bevor Kolumbus mit seinen Segelschiffen eintraf. Ich würde diese Ankerscheiben auf 3.000 bis 5.000 vor Christus datieren. Mit unseren Unterwasserkameras dokumentieren wir, wie das Taucherteam den Meeresboden absucht und sich dabei auf die Stelle konzentriert, an der die Blöcke eine leichte Wendung in Richtung Küste machen. Greg Little glaubt, unter diesen massiven Blöcken Beweise dafür zu finden, dass sie von Menschenhand bearbeitet wurden. Wenn, wie die Geologen behaupten, diese Blöcke eine natürliche Formation sind, dann sollten sie auf Sand oder einer Felssohle ruhen. Aber die Steine, die das Team unter den größeren Blöcken findet, sind alles andere als naturbelassen. Da gibt es Steinplatten, perfekt rechteckig und offenbar präzise zugeschnitten. An anderen Stellen wurden keilförmige Steine gefunden, glatt und zugespitzt, so als wären sie eigens angefertigt worden, um die größeren Blöcke zu justieren. Damit ergibt sich zwingend die Frage, wie sind diese Steine unter die größeren Blöcke geraten? Skeptiker meinen, dass diese Steine einfach von vorbeifahrenden Schiffen abgeworfen wurden. Wenn dem so wäre, wie sind sie dann unter die größeren Blöcke gekommen? Es ist ausgeschlossen, dass sie von vorbeifahrenden Schiffen ins Meer geworfen wurden. Ich habe 10 oder 15 dieser rechteckigen Blöcke unter den großen Steinen gesehen, also unter den riesigen Steinplatten. Aber von denen konnten wir nur 5 oder 6 herausziehen. So lange sind wir noch nie an einem Punkt geblieben. Und das ist noch nicht der beste Punkt. Greg Little glaubt, dass die Anwesenheit dieser bearbeiteten Steine unter den größeren Blöcken der unwiderlegbare Beweis dafür ist, dass die Bimini-Straße ein von Menschen erschaffenes Bauwerk ist. Wahrscheinlich eine Kaimauer. Und dass sie vor Tausenden von Jahren errichtet wurde, als der Meeresspiegel noch sehr viel niedriger lag als heute.
Antike Häfen im Mittelmeerraum wurden von den Phöniziern, den Römern, den Griechen und anderen erbaut. Und die Bimini-Straße ist praktisch identisch mit diesen Mittelmeerhäfen. Die Frage bleibt, wer hat hier gebaut und wann? Nach mehreren Stunden auf dem Meeresboden, um die Biegung der Bimini-Straße zu untersuchen, machen sich unsere Forscher auf den Weg, um eine selten untersuchte Gesteinsreihe in Augenschein zu nehmen, die parallel zur Bimini-Straße verläuft. Und hier stoßen die Taucher plötzlich auf etwas Faszinierendes. Einen Stein mit einem geheimnisvollen Loch in der Mitte. Und dann entdecken sie noch einen weiteren. Und noch einen. Das ist ein Mordsapparat, den müssen wir zu viert oder fünft hochziehen. Die Löcher gehen mitten durch die Steine, als wären sie hineingebohrt. Aber warum? Was könnte die Anwesenheit so vieler unnatürlich aussehender Steine an diesem Platz bedeuten? Das Tauchteam erhofft sich von einer genaueren Untersuchung der geheimnisvollen Steine an der Oberfläche eine Antwort auf diese Fragen. Mittlerweile, praktisch am anderen Ende der Welt, auf der Mittelmeerinsel Zypern, ist Robert Tsamas damit beschäftigt, seine eigene Theorie von Atlantis zu verfolgen. Meine Forschung belegt, dass dies hier exakt zu der detaillierten Beschreibung passt, die uns die antike Welt hinsichtlich des Aussehens und der Beschaffenheit der Insel hinterlassen hat. Diese Theorie, dass Atlantis im Mittelmeer versank, scheint Platons Bericht zu widersprechen. Wir wollen uns zunächst ins Gedächtnis zurückrufen, dass 9000 Jahre vergangen sind, seitdem der Krieg zwischen denen, welche jenseits der Säulen des Herakles, und all denen, welche innerhalb derselben wohnten, stattfand. Generationen von Wissenschaftlern glaubten, dass Platons Hinweis auf die Säulen des Herakles auf die Straße von Gibraltar verweist. Aber Robert Tsamas meint, dass die Forscher, die sich auf diese Interpretation stützen, einen großen Fehler begehen. Laut den maßgeblichen Quellen jener Zeit gab es mehrere Plätze, die mit dem Begriff Säulen des Herakles bezeichnet wurden. Die Verknüpfung mit der Straße von Gibraltar ist eine Annahme, keine Tatsache. Im Gegensatz zu anderen Forschern glaubt Tsamas, dass Platons Stadt Atlantis auf einer Erhebung am Meeresboden, 80 Kilometer vor Zypern, im östlichen Mittelmeer liegt. So wie die Insel Atlantis beschrieben wurde, war es eine sehr speziell aussehende Insel. Sie ragte steil aus dem Meer auf und war weit über 1000 Meter hoch. Tsamas geht davon aus, dass vor Hunderttausenden von Jahren, lange bevor Platon von Atlantis berichtete, die heutige Straße von Gibraltar eine Landbrücke war, die Europa mit Afrika verband. Laut Tsamas hielt diese Landbrücke den Atlantik über die Jahrtausende zurück, sodass das Mittelmeer ein fruchtbares Tal voller Seen und Lagunen war. Dann, vor so etwa 12.000 Jahren, glaubt Tsamas, hätte eine Reihe katastrophaler Erdbeben diese Landbrücke beseitigt. Nun konnte der Atlantik durch die Öffnung, die wir die Straße von Gibraltar nennen, hereinfließen. Der Atlantik ergießt sich in ein praktisch leeres Becken. Dieser Wasserfall, heißt es, wäre etwa 1000-mal größer gewesen als die Niagarafälle. Fast unvorstellbar. Laut Tsamas ist diese Flut die Sintflut, die in der Bibel beschrieben worden ist. Und eben diese Flut hat auch Atlantis verschlungen. Die Menschen, die in diesem Mittelmeerbecken lebten, wurden durch die Geschwindigkeit und Wucht dieser massiven Flut vollständig ausgelöscht. Eine dramatische Theorie, aber wenn es um Atlantis geht, werden Theorien stets leichter zusammengebraut als anschließend auch bewiesen. Verifizierbare Artefakte zu entdecken, ist das Einzige, was hier zählt. Mithilfe gleichgesinnter Investoren hat Tsamas eine $250.000 aufgebracht, um den Unterwasserberg zu suchen, von dem er glaubt, dass es sich dabei um Atlantis handelt. 8.56 Uhr lösen wir die letzte Leine des Schiffes Flying Enterprise und sind auf dem Weg nach Atlantis. Tsamas führt sein Team direkt zu dem Unterwasserberg, mit dem er sich nun schon seit Jahren beschäftigt. Ein Durchgang über dem sekundären Ziel, so nah unten lassen und dann weiter zum Hauptziel. Das hat ungefähr einen halben Kilometer Durchmesser. Seit 36 Stunden kreuzt das Schiff von Tsamas nun schon durch das Gebiet
und zieht einen riesigen Sidescan-Sonar und mehr als 1,5 Kilometer Kabel hinter sich her. Was die Tiefseeforschung betrifft, wissen wir nur sehr wenig. Wir haben vielleicht 1% des gesamten Meeres- oder Ozeanbodens vermessen. In tiefster Nacht, 80 Kilometer östlich von Zypern, kommt das Traumziel von Tsamast in Sicht. Dieses helle Band im Bild des Sidescan-Sonars macht vielleicht nicht viel her. Aber um dieses Bild zu sehen, hat Tsamast sein Leben lang gewartet und dafür Hunderttausende von Dollar geopfert. In der Unterwasserwelt, wo nichts gerade sein sollte, hat der Sonar eine Kante ausgemacht über eine Länge von fast 3 Kilometern, die vollkommen gerade verläuft. Mann, echt cool und richtig gut erkennbar. So schön und gerade, seht euch das an. Mein Gott. Für Tsamast kann diese Kante nur eines sein. Die Wand des Kanals, von dem Platon berichtete, den die Atlantianer benutzten, um das vom Gipfel strömende Flusswasser aufzufangen und zu verteilen. Später, so gegen etwa 2 Uhr früh, werden wir nochmal die Gegend überfahren. Diesmal etwas dichter am Abhang. Dann, so gegen etwa 5, 6 Uhr morgens, werden wir nördlich des Gipfels suchen. Berichte von Tsamasts Entdeckung verbreiteten sich wie ein Buschfeuer und ließen den Amerikaner auf Zypern sofort zu einer Berühmtheit werden. Wir haben den Akropolis-Hügel gefunden. Er passt perfekt zu der Beschreibung von Platon. Nach monatelanger Auswertung der Sonardaten kann Tsamast ein dreidimensionales Bild des Berges präsentieren. Auf dem Bild klar erkennbar ist der Bergkamm mit dem rechten Winkel an einem Ende. Und von oben nach unten 2 meandernde Linien, die Flussläufe sein könnten. Aber Robert Tsamast weiß, dass Computermodelle und reißerische Schlagzeilen nichts beweisen. Er wird eine weitere Expedition zum Unterwasserberg zusammenstellen und einen Weg finden müssen, um Proben zu entnehmen, die von Experten untersucht werden können. Der Boden wird Ihnen alles erzählen, was dort je passiert ist. Und gleich explosive neue Theorien über die Zerstörung von Atlantis. Es wurde entdeckt, dass da auf unserem Planeten unglaubliche Kräfte gewütet haben. Außerdem demaskieren wir Nazi-Archäologen und ihre Suche nach Atlantis. Sie haben Köpfe vermessen und suchten nach den Idealmaßen, die ihrer Meinung nach auf nordische oder arische Spuren hinwiesen. Die Suche nach Atlantis. Verblüffende neue Erkenntnisse. In den seichten Gewässern vor Bimini, in den Bahamas, hat unser Tauchteam etwas Außergewöhnliches und Nicht-Natürliches entdeckt. 3 Steine, in deren Mitte sich jeweils ein perfekt rundes Loch befindet. Durch die Löcher weisen die Steine eine frappierende Ähnlichkeit mit antiken Ankern auf, die im Mittelmeerraum gefunden wurden. Aber wie kommen Anker wie aus dem Mittelmeer auf die Bahamas? Ist es denkbar, dass in ferner Zeit Seeleute aus dem Mittelmeer in diese Gewässer gesegelt sind und diese Steine zurückließen? Oh yeah, this one's coming. Wenn sich Greg Littles Vermutung durch eine eingehende Untersuchung bestätigen ließe, könnten diese Steine das Bindeglied zwischen der alten und der neuen Welt sein. Und diese Verbindung könnte auch Atlantis mit einschließen. Die man aus dem Mittelmeerraum bekommt, sind in weitaus besserem Zustand. Sie sind nicht so abgenutzt wie diese hier. Die zahlreichen Löcher in diesem Stein sehen aus, als wären sie hineingebohrt worden, um Stöcke aufzunehmen, damit der Anker auch für sandige Untergründe taugt. Ankersteine aus dem Mittelmeer weisen oft auch mehrere Löcher auf. An einer Seite des Steins entdecken die Taucher Rillen, die zu den Löchern führen. Das sind Seilrillen. Könnten diese Rillen vor Tausenden von Jahren durch das Reiben von Ankerseilen entstanden sein? Wenn sich herausstellt, dass das hier Kalk- oder Strandstein ist, dann könnten wir mit Hilfe der Radiokarbonmethode das Alter bestimmen. Deswegen müssen wir etwas abbrechen. Greg Little ist überzeugt, dass dieser Stein ein antiker Anker ist und dass der Labortest beweisen wird, dass er mindestens 5000 Jahre alt ist. Wenn er dann wirklich so alt wäre, wäre das der älteste bisher bekannte maritime Fund der Welt. Dann wäre dieser Hafen hier älter als die im Mittelmeerraum. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer hat den gebaut?
Archäologen setzen tagtäglich die Bruchstücke vergangener Zivilisationen zusammen. Wir wissen, wie unsere Vorfahren das Land bestellt haben und herrliche Städte errichtet vor gut 10.000 Jahren. Aber was wissen wir über die Urahnen unserer Urahnen? Woher sind sie gekommen und gibt es da einen Missing Link, womöglich sogar in Atlantis? Der Autor und alternative Historiker Michael Sarian glaubt, diese Verbindung gefunden zu haben. Atlantis ist ein ewiger Mythos. Er ist faszinierend, er ist magisch und er ist interessant. Sarian behauptet, dass vor 50.000 Jahren eine hochentwickelte Rasse auf die Erde gekommen wäre, weil ihr Heimatplanet zerstört worden war. Sie errichteten hier eine Zivilisation, die als Atlantis bekannt wurde. Der moderne Mensch hat laut Sarian alles von diesen Besuchern geerbt. Genau genommen sind wir sie. Sie haben sich mit der indigenen Population dieses Planeten gekreuzt und mit gekreuzt meine ich genetisch. Außerirdisches Blut. Diese Idee trifft die gängigen Evolutionstheorien sozusagen mitten ins Mark. Im Norden Kenias wurde das Skelett eines Jungen gefunden. Es wird angenommen, dass es sich bei ihm um unseren ältesten Vorfahren handelt. Nachdem dieses und andere Skelette mit Hilfe der Radiokarbon-Methode untersucht wurden, stand für die Wissenschaft fest, seit wann es Menschen auf dieser Erde gibt. Aber vor 30.000 Jahren ist etwas Außergewöhnliches passiert. Nach Millionen von Jahren langsamer Evolution begann der Mensch plötzlich mit einer rasanten Entwicklung vom Höhlenmaler zum Erbauer kunstvoller Pyramiden. Undenkbar, dass die Pyramiden, Korbflechterei, Metallurgie und andere Fertigkeiten einfach so aus dem Nichts auftauchen. Es gibt komplexe mathematische Konzepte, denen nichts vorausgegangen ist. Dieses Wissen konnte nur von Besuchern aus dem Weltraum stammen, meint Sarian. Und die hätten damit die Atlantianer beglückt, womit Atlantis zum intellektuellen Zentrum der Antike geworden sei. Größer als Rom, größer als Griechenland. Atlantis war sogar bedeutender als unser kybernetisches Zeitalter. Doch je weiter wir uns zeitlich von Atlantis entfernen, desto mehr nähern wir uns ihm an. Es wartet irgendwo an unserem Weg auf uns. Sarian ist davon überzeugt, dass es etwa 500 Besuche von Aliens während der Zeit von Atlantis gab. Und wegen der spektakulären Natur dieser Begegnungen gibt es dafür auch Beweise, wenn man weiß, wo man suchen muss. In den Sarkophagtexten der Ägypter lesen wir von Fahrzeugen, die kommen und die Prinzessinnen abholen, um sie an fremde Küsten zu fliegen, in Sekundenbruchteilen. Es gibt die Ellora-Höhlen in Indien, wo man sich alles ansehen kann. Auf diesen Wandreliefs sind die Fahrzeuge dargestellt, kleine Wesen. Die Götter sitzen in ihnen und fliegen über die Baumlinie hinweg. Und die Menschen am Boden schauen nach oben. Und sehen Sie sich diese Steinreliefs der Maya an, die in Mexiko gefunden wurden. Die Figur scheint auf einer Rakete zu sitzen. Mit dem Fuß bedient sie eine Art Gaspedal. Und die Sitzhaltung ist praktisch identisch mit der moderner Astronauten. Andere frühe Besucher blicken von einem Felsen in der Sahara herab. Und es gibt Dutzende in Australien, von denen viele sagen, sie sehen aus wie Astronauten. Es besteht kein Zweifel daran. Ich bin völlig sicher, dass wir im Altertum mehrmals von Außerirdischen besucht worden sind. Vor 40 Jahren berichtet Erich von Däniken zum ersten Mal in seinem Buch Erinnerungen an die Zukunft von Außerirdischen. Seit damals haben Autoren wie Zechariah Sitchin immer wieder die entferntesten Winkel der Erde bereist, um nach Spuren zu suchen. Minutiös versuchen sie, genug bruchstückhafte Beweise zusammenzusetzen, um eine neue Theorie zur Evolution der Menschheit zu begründen. Die Grundaussage meiner Werke ist, dass der Menschheit ihre Zivilisation durch Besucher von fremden Planeten geschenkt worden ist. Wenn ich Außerirdische sage, dann klingt das so unglaubwürdig. Aber das waren sie nun mal. Sitchin ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, der in der Lage ist, 6000 Jahre alte sumerische Texte zu lesen. Diese Schriften beinhalten Sitchin zufolge unmissverständliche Hinweise auf intergalaktische Raumreisen in früher Zeit.
Um zwischen ihrem und unserem Planeten hin und her zu reisen, brauchten sie eine Weltraumbasis. Dieser Weltraumbahnhof wurde in Mesopotamien errichtet, dem heutigen Irak. Ihr Raumfahrtkontrollzentrum befand sich an einem Ort namens Nippur und der Hafen für die Raumfähren an einem Ort, der Sipar heißt, was man mit Vogelstadt übersetzen könnte. Viele von ihnen wurden als Vogelmenschen dargestellt, mit Flügeln. Und wenn diese Vogelmenschen oder Außerirdische ein Labor hatten, dann befand es sich in Atlantis. Zarian hält die ursprünglichen Einwohner der Insel für kosmische Versuchskaninchen. Der nächste Schritt war der Versuch, sich auf der biologischen Ebene zu einer Hybridform zu verbinden. Ein transgenes Experiment zu versuchen, bei dem die außerirdische DNS mit der der vorher existierenden Wesen auf der Erde gekreuzt werden sollte. Wie Platon gibt auch Zarian der atlantischen Gier nach Macht die Schuld an der letztendlich militärischen Niederlage. Aber wie genau die Insel verschwand, dazu hat er eine ganz eigene Theorie. Laut Zarian kam das Ende nicht durch Erdbeben und Flutwellen, sondern durch eine Unmenge von pilzförmigen Wolken, die den Himmel erleuchteten. Es wurde entdeckt, dass da auf unserem Planeten unglaubliche Kräfte gewütet haben. Von Indien bis Südamerika, von den Maya bis zu den Kelten, von den Skandinaviern bis zu den australischen Ureinwohnern. Alle reden von der Entfesselung einer Katastrophe, die man wohl nur als globalen Nuklearkrieg beschreiben kann. Eine Handvoll Atlantianer hätten überlebt, sagt Michael Zarian, um ihre Kultur zu verbreiten und ihre Gene weiterzugeben. Aber alle Beweise ihrer Technologien, die ihre Zivilisation zu einem so gewaltsamen Ende brachten, wurden beim nuklearen Schlagabtausch vernichtet. Archäologen halten nicht viel von Theorien, die nicht durch verifizierbare Artefakte gestützt werden können. Im Grunde sagen die doch, wir haben keine Beweise. Und dass wir keine Beweise haben, ist der Beweis dafür, dass wir Recht haben. Richtig? Und Beweise sind genau das, was unsere Taucher auf den Bahamas am Ende dieses Taus zu haben glauben. Das ist der zweite Stein, den unser Team aus dem Meer vor Bimini geborgen hat. Ein großer, 150 Kilo schwerer, herzförmiger Stein mit einem Loch in der Mitte. Aufgrund der Größe und der Ähnlichkeit mit Steinankern aus dem Mittelmeerraum ist Greg Little sicher, dass dieser Stein zuletzt von antiken Seefahrern benutzt wurde, um an einem Hafen hier anzulegen. Der altert schon eine ganze Weile. Der liegt hier schon lange, da hast du recht. Wie zuvor wird ein großes Stück des Steins abgebrochen zur Untersuchung in einem Labor. Die große Frage, die nun alle beschäftigt, lautet: War dieser Stein ein Anker? Ist er von woanders hierher gebracht worden? Und wenn, wer hat ihn hierher gebracht und wann? Auf jeden Fall ein Kalkstein. Und gleich, das nächste Ziel des Tauchteams liegt weiter südlich, nur 70 Kilometer vor Kuba. Auf Kuba passt die Beschreibung der Hauptinsel. Auch vor Zypern geht die Suche weiter. Mit etwas Glück finden wir das älteste von Menschen geschaffene Bauwerk unserer Geschichte. Und geheimnisvolle Spuren in der Antarktis. Den Ort kann ich nicht verraten. Aber wir verraten eine schockierende Theorie. Moderne Atlantianer könnten sich unter uns befinden. Es gibt Individuen auf dieser Erde, die stärker nach ihren außerirdischen Ahnen kommen. Die Suche nach Atlantis. Verblüffende neue Erkenntnisse. Soweit hat unsere Suche nach Atlantis schon faszinierende Ergebnisse gebracht. Auf den Bahamas, an einem Ort namens Bimini-Straße, haben unsere Taucher überzeugende Hinweise entdeckt, dass es sich hier um einen prähistorischen Hafen handeln könnte. I got it. Das ist für einen kleinen Stock, der aus dem Wasser kommt. Und da steckt man einen Stock durch und bindet ein Seil dran fest. Und schon hat man einen Anker. Die Entdeckung der Steine mit Löchern hat Teamchef Greg Little davon überzeugt, dass es sich dabei um antike Anker handelt, die eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Ankern aufweisen, die man im Mittelmeerraum gefunden hat.
Niemand hat bisher von diesen Ankern berichtet. Wenn die Laborberichte die Vermutungen bestätigen, sind die Taucher sicher, dass die Straße von Bimini sie nach Atlantis führen wird. Lustigerweise ist auf der anderen Seite der Erdkugel der amerikanische Abenteurer Robert Summers gleichermaßen sicher, dass er kurz davor steht, Atlantis zu finden. Sonarbilder eines kleinen Unterwasserberges im östlichen Mittelmeer, etwa 80 Kilometer östlich von Zypern, scheinen Platons Beschreibung von Atlantis zu entsprechen. 10 Meter mal einer durchgängigen, wie mit dem Lineal gezogenen, 1,5 Kilometer langen Mauer. Unterstützt von Computermodellen seiner Entdeckung verbringt Summers seine Tage damit, Geld zu sammeln, um eine zweite Expedition ins östliche Mittelmeer zu finanzieren. Wir hoffen, etwas zu entdecken, was eindeutig von Menschen gemacht ist. Ein Ziegelstein. Robert Summers und unsere Taucher auf den Bahamas sind bei weitem nicht die einzigen Forscher, die nach Atlantis suchen. Alex Chionetti, ein Argentinier, glaubt, dass sich Atlantis unter dem Eis der Antarktis finden lässt. Wonach wir suchen, mag weit weg sein, aber wir können es finden. Ein außergewöhnliches Beispiel dafür, wie das Leben die Kunst imitiert. Atlantis. Ich glaube, wir können es finden. Die Antarktis hatten sich auch die Autoren der populären Fernsehserie Stargate Atlantis als Fundort für den verlorenen Kontinent vorgestellt. Chionetti sagt, seine Theorie würde sich auf Erkenntnisse stützen, die durch europäische Antarktis-Expeditionen gewonnen wurden. Die Expedition 1976 fand Aufzeichnungen einer früheren norwegischen Expedition, die Bauwerke in der Antarktis entdeckt hatte. Wo? Den Ort kann ich nicht verraten. Chionetti zufolge war die Antarktis vor Millionen von Jahren ein tropisches Paradies. Und diese 500 Jahre alte Karte, die die Küste des Kontinents detailliert zeigt, wäre der Beweis. Das stammt wohl aus Ägypten, aus Solons Zeit, um genau zu sein. Vielleicht sogar noch aus einer früheren Zeit. Chionetti sagt, die Antarktis wäre zu der Zeit, als diese Karte gezeichnet wurde, in der Nähe des Äquators gewesen. Und dass sich vor 10.000 Jahren irgendeine Katastrophe abgespielt hätte, welche die Erdachse dazu brachte, sich zu verschieben und somit Atlantis unter Eis zu begraben. Die Überlebenden flüchteten sich in die Anden, aber das Wasser stieg um Hunderte und Hunderte von Metern. Chionettis wiederholte Reisen in die Anden haben ihn überzeugt, dass diese massiven Felsformationen Monumente sind, die von den Atlantianern bearbeitet wurden, die aus der Antarktis auf der Flucht vor dem kalten und steigenden Wasser hierher gekommen waren. Sehen Sie sich die Felsformation genau an. Chionetti sagt, dass man leicht die Abbildung von Tieren, menschlichen Gesichtern und in diesem Fall einen auf dem Rücken liegenden Mann ausmachen kann. Vielleicht hält er Ausschau nach Rettern aus dem Weltall. Wir haben genug archäologische Beweise dafür, dass die Überlebenden eine Nachricht hinterlassen wollten. Könnten diese Felsformationen eine Nachricht an ein interplanetarisches Rettungsteam sein? Zeichen, die in ganz Südamerika gefunden wurden, haben immer wieder Spekulationen Nahrung verliehen, dass Besucher aus dem Weltraum in früheren Zeiten oft hierher gekommen sind und dass diese Besucher auch bei der Gründung von Atlantis eine Rolle gespielt haben könnten. Zum Beispiel die Linien von Nazca an der Küste von Peru. Vom Boden aus betrachtet scheinen diese gewundenen, in den Fels gehauenen Pfade kein erkennbares Muster zu haben. Aber aus der Luft betrachtet nehmen diese Linien die Form riesiger Kreaturen an. Sind diese mysteriösen Piktogramme wirklich Zeichen für himmlische Reisende? Ist es möglich, dass die menschlichen Mythen von Göttern, die vom Himmel herabsteigen, tatsächlich den Begegnungen von Außerirdischen und Urzeitmenschen entsprangen? Alternative Historiker sagen, ja. Sie wussten ungefähr, wie das Sonnensystem aussah und was auf den anderen Planeten los war. Wie bei Michael Zarian spielt auch bei Zachariah Sitchin die Möglichkeit intergalaktischer Reisen eine wichtige Rolle. Denn er glaubt, dass Außerirdische vor 500.000 Jahren hierher kamen, um sich mit ansässigen Humanoiden zu kreuzen.
Oft werde ich gefragt, wie sahen sie aus? Sehen sie aus wie wir? Und ich sage, nein, wir sehen aus wie sie, weil sie uns so entworfen haben. Das ist der Beweis. Laut Sitchin brachten diese Außerirdischen die Zivilisation auf die Erde. Sitchin sagt, der Beweis seiner Theorie sei buchstäblich in Stein gehauen. Bei der Recherche für seine Bücher hat Sitchin, eigenen Angaben zufolge, viele prähistorische Darstellungen von außerirdischen Astronauten gesehen. Komplett ausgerüstet mit Helmen, Rucksäcken und Sauerstoffgeräten. Nach Sitchin hätten die Urzeitmenschen niemals solche riesigen Steine bewegen oder bearbeiten können, wenn sie nicht die Hilfe von Außerirdischen gehabt hätten, die schon über hochentwickelte Technologie verfügten. Ebenso wenig hätten sie die Ozeane überqueren können. Aber laut Sitchin beweist dieser Aztekenkalender, dass bärtige Männer, wahrscheinlich Europäer, lange vor Kolumbus in die neue Welt kamen. Vielleicht, um Atlantis zu besuchen? Und das brachte mich auf Amerika, denn die eingeborenen amerikanischen Indianer hatten keine Gesichtsbehaarung. Wenn Atlantis existierte, so wie Platon es beschrieben hatte, dann befand es sich, laut Sitchins Theorie, ungefähr dort, wo heute Mexico City liegt. Die Stadt, die heute Mexico City heißt und die zur Zeit der Azteken, als plötzlich die Spanier kamen und diese Stadt fanden, die war in Wirklichkeit Atlantis. Denn sie befand sich inmitten eines Sees, umgeben von Wasser. Genau wie Platon es beschrieben hatte. Zurück auf die Bahamas. Unser Tauchteam hat Proben zweier Steine entnommen, die man für prähistorische Anker hält. Nun sind sie auf dem Weg nach Süden, nach Quetzal, einer winzigen Insel 70 Kilometer vor Kuba, wo sie ein weiteres Teil des Atlantis-Puzzle zu entdecken hoffen. Kuba ist riesig. Auf Kuba passt die Beschreibung der Hauptinsel. Greg Little gehört zu der wachsenden Zahl von Atlantis-Enthusiasten, die glauben, dass, als der Meeresspiegel tiefer lag, Kuba und viele der karibischen Inseln zusammenhingen und den Kontinent Atlantis bildeten. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass Kuba ein wichtiger Teil davon ist. Weite Teile Kubas sind absolut unerforscht. Da weiß man nichts. Auf dieser Reise wird sich das Team aber mit Quetzal in den Südbahamas begnügen müssen. Berichte von großen Steinen, die unter Wasser zu einem Bogen angeordnet sein sollen, haben das Interesse geweckt. Wie tief ist das? Etwa 2,5-3 Meter? Tja, ich weiß nicht, ob man sich auf die Karten verlassen kann. Gleich berichten wir, wie ein Hinweis der NASA, ein Satellitenfoto, unsere Taucher in abgelegene und gefährliche Regionen lockte. Ich fühle mich, als würde ich auf der Spitze einer versunkenen Insel stehen. Nur ein paar Kilometer von Kuba entfernt. Außerdem, der große Plan der Nazis enthielt auch eine weltweite Suche nach Atlantis. Sie flohen nach Tibet. Sie flohen in die bolivianischen Anden. Das dunkelste Kapitel liegt noch vor uns. Die Suche nach Atlantis. Verblüffende neue Erkenntnisse. Das Tauchteam brauchte 2 Tage, um diesen Teil des Ozeans zu erreichen, 70 Kilometer vor der kubanischen Küste. Hier gibt es kein Gesetz. Man kann niemanden zu Hilfe rufen, wenn man von Räubern angegriffen wird, seien es nun Piraten oder Haie. Unsere Taucher ziehen hier eine Unterwasserkamera über den Meeresgrund, weil Satellitenfotos dieses Gebiets eine Reihe ungewöhnlicher symmetrischer Erhebungen zeigen. In der Nahaufnahme sieht das für mich wie eine Wohngegend aus. Vom Weltall aus betrachtet, könnten sie von einer versunkenen Stadt stammen. Jetzt scheinen wir auf etwas zu stoßen. Aber wie so oft bei der wissenschaftlichen Forschung können erste Eindrücke täuschen. In der Nahaufnahme zeigt die Unterwasserkamera nichts Ungewöhnliches. Keine Ruinen oder bearbeitete Steine. Nur Gras. Alles total flach.
Nachdem man zu dem Schluss kam, dass die Erhebungen nur eine seltsame natürliche Bodenbeschaffenheit darstellen, zieht das Team weiter und wirft ein paar Meilen entfernt, nahe der einsamen Insel Kaycel, den Anker. Wir suchen einen halbkreisförmigen Steinbogen. Die Taucher wollen hier eine Formation großer Steinblöcke unter Wasser untersuchen, von der sie annehmen, dass sie von Menschenhand erschaffen wurde. Das sind eindeutig Felsen. Und vielleicht ein Überrest des Imperiums von Atlantis ist. Wie viele andere Atlantis-Sucher finanzieren sich diese Abenteurer selbst. Sie sind getrieben von dem Wunsch, eines der ältesten Geheimnisse der Welt zu lüften. Aber in früheren Jahren haben andere ihre Suche nach Atlantis betrieben, um ein dunkles und verbrecherisches Vorhaben voranzutreiben. Man schrieb das Jahr 1933. Die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen. Ein Mann wollte die Antike dazu benutzen, seine Mission zu rechtfertigen. Adolf Hitler. Und der verlorene Kontinent Atlantis spielte dabei eine Schlüsselrolle. Heather Pringle ist die Autorin eines neuen Buches über Nazi-Archäologen, Der große Plan. Sie schreibt über Wissenschaftler, die davon besessen waren, Spuren der verlorenen atlantianischen Rasse zu finden. In den Augen vieler Nazis war Atlantis die mystische Heimat der arischen Rasse. Sie glaubten, die Atlantianer waren groß, blond, blauäugig. Außerdem hielten sie sie für sehr kriegerisch und das passte natürlich gut zu dem Bild, das die Nazis abzugeben bemüht waren. Das Bild eines kämpferischen, kriegerischen Volkes. Um seine Vision des Dritten Reiches zu verwirklichen, wandte sich Hitler an seinen Ratgeber Heinrich Himmler, den Kommandanten der gefürchteten SS. 1935 versammelte Himmler parteitreue Wissenschaftler in der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe. Die Einrichtung hatte die vordergründige Aufgabe, die großen Taten und Errungenschaften germanischer Völker in der Vergangenheit zu erforschen. Aber die wahre Aufgabe bestand darin, Beweise zu fabrizieren, die die Rassentheorien von Hitler, Himmler und anderen Nazi-Größen unterstützen sollte. Die glaubten, dass die Arier, eine mythische und überlegene Rasse, alles erfunden hatten, was in der menschlichen Geschichte von Wert war. In der Landwirtschaft wie in der Architektur, von der darstellenden bis zur bildenden Kunst. Himmler glaubte, diese arische Kultur sei entstanden, als vor tausenden von Jahren germanische Stämme westwärts nach Atlantis zogen, einem Inselkontinent, von dem er glaubte, dass er mitten im Atlantischen Ozean gelegen hätte. Um Spuren dieser Vorfahren zu finden, begannen die Nazis auf den Kanarischen Inseln kurz vor der Küste Afrikas mit der Suche. Sie hielten das für die Südspitze eines mystischen atlantianischen Kontinents und waren vor allem von Berichten von Mumien angezogen worden, die man auf den Kanaren fand und die blondes oder jedenfalls helles Haar hatten. Die Mumien waren Jahrzehnte zuvor von amerikanischen Archäologen untersucht worden, die das helle Haar auf Pigmentverlust infolge jahrhundertelanger Belichtung zurückführten. Die Nazi-Wissenschaftler waren anderer Ansicht. Für sie waren die blondhaarigen Mumien der Beweis dafür, dass Atlantianer auf den Kanarischen Inseln gelebt hätten und, was noch wichtiger war, dass sie Arier gewesen wären. Die Ahnenerbeforscher waren Meister darin, auch den kleinsten Hinweis noch in einen Beweis umzumünzen. Nun, da sie den Beweis für ein atlantianisches Vaterland hatten, brauten diese Wissenschaftler eine noch abartigere Theorie zusammen, um den Untergang von Atlantis zu erklären. Die fußte auf der Welteistheorie. Die Nazis glaubten, dass Atlantis schrittweise von gewaltigen Eisschichten bedeckt wurde, die den Äquator umgaben. Als das Eis schmolz, zogen sich die riesigen Gletscher zurück. Und Atlantis wurde einfach weggespült, unter den Wassermassen begraben. Aber was geschah mit den Bewohnern? Dieser Theorie zufolge flohen die Einwohner von Atlantis in verschiedene Gebiete, die sie für sicher hielten. Sie flohen nach Tibet, sie flohen in die bolivianischen Anden. Die Suche nach diesen Atlantianern wurde für Heinrich Himmler zur Obsession.
1938 schickte er Expeditionen von Archäologen in die ganze Welt. Die Wissenschaftler besuchten Dutzende von heiligen Städten und suchten wie besessen nach arischen Relikten. Anthropologen wurden ebenfalls losgeschickt. Ihr Ziel war es, Hinweise auf arisches Blut bei entlegenen Völkern zu finden, um die rassische Überlegenheit gegenüber anderen Gruppen, besonders den europäischen Juden, messbar zu machen. Die Wissenschaftler versuchten, eine biologische Definition für jüdisch Sein zu finden. Sie versuchten, Schädelmerkmale festzulegen, die Juden für Wissenschaftler sofort erkennbar machen würden. Dieses rare Filmdokument wurde in Tibet aufgenommen und zeigt Bruno Beger, einen der führenden Anthropologen des Ahnenerbes, wie er Rassenvermessungen an Tibetern vornimmt. Sie vermaßen die Schädel, also Breite, Höhe und so weiter. Und die Idee dahinter war, dass sie gewisse Maße zu finden hofften, von denen sie annahmen, dass sie nordische oder arische Spuren aufwiesen. Beger kam zu dem Schluss, dass diese friedvollen Tibeter einst furchtbare arische Krieger gewesen wären. Zurück in Deutschland erhielt er für seine Rassenvermessungen höchstes Lob von Heinrich Himmler. Aber Himmler hatte noch weitere Aufgaben in petto. Es war 1943 und die Nazis führten einen Zweifrontenkrieg. Aber Himmler führte noch einen verbrecherischeren Krieg. Mit dem Ziel, alle Rassen, die nicht dem arischen Ideal entsprachen, methodisch auszurotten. Bruno Beger sollte sein nächstes Forschungsprojekt in einem Konzentrationslager durchführen. Bruno Beger ging also nach Auschwitz, selektierte 112 Juden, Männer, Frauen und Kinder und führte seine Rassenvermessungen an ihnen durch. Dann wurden sie in die Gaskammern geschickt. Viele Jahre lang war die Suche nach Atlantis diskreditiert durch die üblen Machenschaften der Forscher des Dritten Reichs. Das war eins der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Atlantis-Forschung. Die Suche nach den verlorenen Annalen von Atlantis. Wenn die Atlantianer ihre Aufzeichnungen wirklich versteckt haben, gäbe es einen besseren Platz dafür als unter einer Pyramide? Tausende von Kilometern entfernt beginnt eine neue Expedition vor der Küste Zyperns. Wir haben die perfekte Entsprechung gefunden. Es ist hier. Aber zuerst, wohin gingen die Atlantianer? Sind sie heute noch unter uns? Die Atlantianer sind nicht weg. All das gleich, zusammen mit den Ergebnissen der Radiokarbonanalyse der Bimini-Anker. Nahe der winzigen abgelegenen Insel Kaysel unweit Kubas schwimmen unsere Taucher an einer Gruppe großer Blöcke entlang, die verblüffend denen der Straße von Bimini ähneln. In einem Bogen arrangiert, scheinen manche der Blöcke durch kleinere, keilförmig zugespitzte Steine, die sich dazwischen befinden, an ihrem Platz gehalten zu werden. Greg Little zieht einen der kleineren Steine unter einem der Blöcke hervor und bricht eine Probe ab, die im Labor getestet werden kann, um dann weiter nach Artefakten zu suchen, die seine Theorie stützen könnten, dass es sich hier um einen antiken Hafen handelt. Während die Taucher nach handfesten Beweisen für Atlantis suchen, konzentriert sich John Van Auken auf die metaphysische Verbindung zu der chaotischen Szene, die sich, wie er glaubt, vor mehr als 10.000 Jahren hier zugetragen haben muss. Jede Menge Aktivität. Ein sehr geschäftiger Ort. Und die Verbindung reicht bis zur Halbinsel Yucatan. Es wird viel gereist, unter Wasser, auf dem Wasser und in der Luft. Man bereitet sich darauf vor, der endgültigen Zerstörung hier zu entkommen. Van Auken ist der Direktor der Casey-Stiftung in Virginia Beach und ist Experte für Caseys Visionen und Prophezeiungen in Bezug auf Atlantis. In der Hoffnung, eine noch tiefere Verbindung zu Atlantis zu spüren, beschließt Van Auken, an Land zu gehen. Die Insel Kaysel ist schroff vom Winde zerzaust und öde. Aber hier oben, auf einem steinigen Hügel, versucht Van Auken, Caseys Vision der letzten Tage von Atlantis nachzuempfinden.
Ich spüre eine starke Verbindung zu Caseys Material über die Flucht der Atlantianer und wie sie versuchen, Aufzeichnungen über sich für die Nachwelt zu retten. Laut Edgar Casey gab es 3 Kopien der Aufzeichnungen von Atlantis. Eine versank im Meer, als Atlantis zerstört wurde. Eine kam nach Ägypten und wurde unter der rechten Tatze der Sphinx vergraben. Und die dritte soll sich hier befinden, auf der Halbinsel Yucatan. Könnte Casey recht haben? Könnten irgendwo Aufzeichnungen versteckt sein, die nicht nur beweisen, dass es Atlantis gab, sondern auch all unsere Fragen über die Entstehung der Menschheit beantworten würden? Ich finde, wenn die Aufzeichnungen der Atlantianer irgendwo gefunden werden sollten, ob in Ägypten, Yucatan oder Bimini, wäre es in jedermanns Interesse, wenn ein Archäologe oder unabhängiger Wissenschaftler an diesem Fund beteiligt wäre, damit die Frage, ob die Aufzeichnungen echt oder unecht sind, gar nicht erst auftaucht. Laura Little, die zu diesem Thema ausgiebig recherchiert hat, glaubt, dass die Aufzeichnungen, die nach Yucatan kamen, sich unter einem alten Maya-Tempel in Guatemala befinden. Das sind so gewaltige, aber auch schöne Ruinen. Doch bis jetzt hat noch niemand das tun können, was an dieser Stelle getan werden müsste. Nach John Van Auken liegt das daran, dass nur wenige etablierte Archäologen gewillt sind, ihre Reputation für ein Projekt aufs Spiel zu setzen, das das A-Wort enthält. Atlantis. Das Wort mit A schreckt Archäologen sehr schnell ab. Sobald man Atlantis sagt, ist man bei Märchen und Legenden und nicht mehr bei Geschichte und Fakten. Denn man hat ja keinerlei Beweise in der Hand. Und ich verstehe diesen Punkt. Ich verstehe die Historiker und ihren Standpunkt. Wir brauchen handfeste Beweise. Dennoch sind John Van Auken und Laura Little optimistisch, dass irgendwann ein Archäologe aus Guatemala mit ihnen zusammenarbeiten wird. Die Atlantianer haben sich den Kulturen hier angeschlossen und sich wahrscheinlich auch genetisch mit ihnen vermischt. Edgar Casey sagte ja, dass die Maya und auch andere hier von den Atlantianern abstammen. Das sollte eigentlich das Interesse an ihrer Kultur heben, in einem Caseyschen Sinne. Michael Zarian meint dagegen, dass das Vorhandensein atlantianischer DNS bei den Menschen heute eher als Bedrohung, denn mit Stolz zu sehen sei. Die Atlantianer sind nicht weg. Nehmen wir mal an, dass es keine originalen Atlantianer mehr gibt. Aber ihre Blutlinie, die gibt es noch. Atlantis mag vor Tausenden von Jahren untergegangen sein. Aber Zarian zufolge sind gefährliche Tendenzen seitdem von Generation zu Generation weitergereicht worden. Diese Individuen haben unsere DNS für immer geändert. Der Homo Atlantis wurde erschaffen und hat sich fortgepflanzt. Seine Nachfahren sind durch die Jahrhunderte gewandert. Eine Verschwörung, die dem Da Vinci Code ähnelt, in der eine alte und mächtige Linie königlichen Blutes weitergegeben wird. Ein verborgenes Geheimnis vor aller Augen. Aber statt des Blutes Christi tragen diese modernen Atlantianer die schlimmsten Erbeigenschaften der außerirdischen Besucher in sich, die vor Tausenden von Jahren hierher gekommen waren. Wir müssen auch hinnehmen, dass es einige Individuen auf dieser Welt gibt, die mehr nach ihren außerirdischen Ahnen schlagen. Die sich, bewusst oder unbewusst, eher wie die Aliens und nicht wie die Menschen verhalten. Diese außerirdische Natur, so Zarian, ist in Menschen manifestiert, die Gewinn vor Mitgefühl, Krieg vor Frieden und Umweltzerstörung vor Ökologie setzen. Zarians Theorien erinnern auch an das Wirken der sogenannten Illuminati, eines Geheimbundes, der angeblich das Weltgeschehen lenkt. Laut Zarian sind die korrupten Nachfahren von Atlantis eine konspirative Kraft, die die Menschheitsgeschichte bestimmt. Die findet man wohl in den europäischen Königshäusern und deren Helfershelfern. Ich nenne die Häuser Habsburg und Hannover. Glaubt man Zarian, sind die Geheimbünde eine große verschwiegene Verschwörung? Wie zum Beispiel die Freimaurer. Obwohl die Gruppen dies leugnen, ist Zarian überzeugt, dass es sich bei den Freimaurern und anderen Logen um moderne Atlantianer handelt, die im Geheimen planen, den Planeten vor der Apokalypse zu verlassen.
Wir wurden von Kräften besetzt, die hier nicht hergehören, die uns nicht mögen und unseren Planeten auch nicht. Und sie wollen ihre galaktische Adresse wieder ändern. Also sieht ihr Plan vor, die Entwicklung voranzutreiben bis zu dem Punkt, an dem sie die Technologie, die sie einst hatten, erneut besitzen, um dann den Planeten aufzugeben und weiterzuziehen. Wenn Sie das glauben, verkaufe ich Ihnen Lottolose. Unnötig zu sagen, dass Wissenschaftler wie Ken Feder solche Theorien kritisch sehen. So eine Verschwörung würde als Mitwisser wahrscheinlich die halbe Menschheit benötigen. Ich meine, jeden Geologen, jeden Archäologen, jeden Weltraumforscher, jeden Physiker, jeden Chemiker, jeden Astronomen. Aber für Michael Zarian sind diese Fragen keine Gedankenspiele. Für ihn gehören sie zu seiner Suche nach Wahrheit. Was war damals los? Was ist damals wirklich passiert? Was auch passiert sein mag, wenn ein Forscher erst vom Atlantis-Virus erfasst ist, lässt er ihn nie wieder los. Es zwingt sie, ein Vermögen zu opfern und trotz der Anfeindungen der Skeptiker weiterzumachen. Mich hat es stärker gemacht. Ich bin entschlossener denn je, das zu Ende zu bringen und diese Entdeckung zu machen und die Sache damit ein für alle Mal zu klären. Das Computerbild dieser Kante, die sich über 3 Kilometer schnurgerade parallel zu einem Bergkamm erstreckt, beschäftigt Robert Sarmast seit 2 Jahren. Also das ist genau so, wie wir es damals aufgenommen haben? Seine Suche nach Atlantis ist vielleicht die teuerste und technisch aufwendigste in der Geschichte. Bei seiner nächsten Expedition plant Sarmast, diesen Unterwasserroboter einzusetzen, um Nahaufnahmen zu machen und eine Probe dessen zu entnehmen, was er für Atlantis hält. Wir hoffen, dass entweder etwas so offen daliegt, dass man deutlich die Bearbeitung durch den Menschen sehen kann, oder wir werden diese Arme einsetzen, um Ablagerungen wegzuwischen. Um Atlantis zu finden. Wenn wir Atlantis finden, wird das das älteste Bauwerk der Menschheitsgeschichte sein. Klingt alles sehr überzeugend. Aber wenn Sarmast Atlantis im Mittelmeer gefunden hat... Beschreib den Hafen, den du da drüben gesehen hast. Was ist dann mit den Bahamas? Platons Hinweise deuten auf diesen Teil der Welt. Nicht alle Hinweise, aber seine Hinweise sagen ganz sicher nicht, dass Atlantis im Mittelmeer gelegen hätte. Obwohl ihre Theorien sich widersprechen, wissen Forscher wie Greg Little und Robert Sarmast, dass sie viel Arbeit vor sich haben, bevor sie mit Sicherheit behaupten können, einen Teil von Atlantis gefunden zu haben. Letztendlich läuft es auf Geld, Zeit und Ausdauer hinaus. Nach einer Woche auf See macht sich unser Team auf den Heimweg. Optimistisch, dass die Labortests der Gesteinsproben ihnen ein für alle Mal sagen werden, dass sie an der richtigen Stelle nach Atlantis suchen. Waren unsere Bemühungen erfolgreich? Ich finde die Anker, die wir in Bimini hochgezogen haben... Die Anker waren gut. Haben wir auch gut dokumentiert. Gleich werden wir versuchen, Platons Rätsel zu lösen. Haben unsere Forscher Atlantis gefunden? Man geht doch davon aus, dass zu jener Zeit niemand auf den Bahamas war. Die überraschenden Ergebnisse der Radiokarbonanalyse der Bimini-Anker. Ich glaube, dass das eine Art Kanal ist. Oder hat Robert Sarmast recht? Liegt Atlantis wirklich vor der Küste Zyperns? Ich habe nicht vor, meine These unbewiesen zu lassen. Die erstaunlichen Ergebnisse gleich bei Die Suche nach Atlantis. Verblüffende neue Erkenntnisse. So fiel auch dem Poseidon die Insel Atlantis zu. Und er verpflanzte seine Sprösslinge, die er mit einem sterblichen Weibe erzeugt hatte, auf einem Ort der Insel. So wurde es vor mehr als 2000 Jahren von dem großen griechischen Philosophen Platon aufgeschrieben. Denn vieles ward diesen Königen von auswärtigen Ländern her infolge ihrer Herrschaft über dieselben zugeführt. Das meiste aber bot die Insel selbst für die Bedürfnisse des Lebens dar. Es ist die Geschichte eines Imperiums, riesig und mächtig, von der ganzen antiken Welt beneidet. Man nannte es Atlantis und es war der Höhepunkt der menschlichen Zivilisation, bis Korruption, Gier und Eroberungskriege, zuerst die militärische Niederlage durch eine kleinere Nation und dann die totale Zerstörung durch die Hände wütender Götter brachte.
Hat Platon Geschichte geschrieben oder hat er uns nur eine warnende Geschichte über die Gefahren der imperialistischen Hybris erzählt? Beides stimmt. Das sagen jene, die den Erdball auf der Suche nach Beweisen für den verlorenen Kontinent umspannen. Wenn es eine Zivilisation gab, die weiterentwickelt war als unsere und dann zerstört wurde, weil sie Fehler machte, dann liegt es auf der Hand, dass wir daraus eine Menge lernen können. Bis zu einem gewissen Grad spielt die moderne Gesellschaft genau das nach, was sowohl Platon als auch Casey über Atlantis erzählt hatten. Diese Suche ist kein Gesellschaftsspiel. Expeditionen sind teuer und der Hohn der Skeptiker kann erbarmungslos sein. Aber dank des unerschütterlichen Glaubens an den Wahrheitsgehalt von Platons Geschichte und dem bedingungslosen Vertrauen in die moderne Technologie bleibt der Enthusiasmus der Sucher ungebrochen. Wir sind die Ersten in der Geschichte, die tatsächlich dort hinuntergehen und sich die Dinge ansehen können. Für Platon wäre es ein Traum gewesen, so etwas zu tun. Also, es ist sehr aufregend. Für mich ist es so aufregend, als würde ich zum ersten Mal die Oberfläche des Mondes betreten. Dann fanden wir diese riesige Mauer am Fuß des Berges. Mit 40 hatte sich Robert Summers die Suche nach Atlantis zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Wenn er fündig wird und dies zur Zufriedenheit der Gelehrten und Skeptiker beweisen kann, ist ihm ein Platz in der Geschichte sicher. Ich glaube, dass das eine Art Kanal ist. Für Mauern stehen sie zu weit auseinander. Hat diese Suche Sie persönlich verändert? Sie hat mich Zweiflern gegenüber sehr viel widerstandsfähiger gemacht und entschlossener. Im Moment ist seine Suche nach Atlantis unterbrochen, bis er genug Geld aufgetrieben hat, um Schiff und Mannschaft zu bezahlen, die ihn und seinen Unterwasserroboter wieder zu dem geheimnisvollen Unterwasserberg bringen. Glauben Sie, dass Sie die Skeptiker je davon überzeugen können, dass genau das hier Atlantis ist? Ich habe nicht vor, die These unbewiesen zu lassen. Ich werde nicht aufgeben, bis wir konkrete Beweise haben. Aber so leidenschaftlich wie Robert Summers an seine Theorie von Atlantis glaubt, sind auch andere davon überzeugt, dass ihr Ansatz der einzig richtige ist. Wir finden Beweise. Sei es Alex Chionetti, der Atlantis in der Antarktis sucht, oder die Gruppe um Greg Little, die versucht, die Prophezeiung von Edgar Casey zu beweisen. Jede Expedition hängt davon ab, Investoren zu finden, die an die Vision glauben und bereit sind, die Rechnung zu zahlen. Nichts bringt mehr Finanzen als Funde. Auf jeden Fall. Also? Auf dem Heimweg hat das Bimini-Team einige schwere Entscheidungen zu treffen. Gestützt durch die Prophezeiungen von Edgar Casey ist das Team fest entschlossen, die Bahamas und Zentralamerika abzusuchen, wo, laut Caseys Vorhersagen, die Annalen von Atlantis irgendwo gefunden werden sollen. Wenn wir die Schriften von Edgar Casey nicht hätten, die auf Bimini hinweisen, würdest du als Archäologe dann trotzdem weiter dort nach Atlantis suchen? Ja, alleine schon wegen der Straße. Wenn nicht, gäbe es andere Teile der Bahamas. Die Casey-Stiftung in Virginia Beach ist zwar gewillt, weitere Expeditionen zu finanzieren, aber ihre Mittel sind nicht unbegrenzt. Es muss entschieden werden, welche der kürzlich besuchten Städten mit weiteren Mitteln genauer erforscht werden sollen. Kaysal ist ganz interessant, aber offen gesagt möchte ich nicht nochmal herkommen, selbst wenn es hier ein paar Anker gäbe. Das ist einfach nicht der Mühe wert. Die zukünftigen Mittel sollten also vornehmlich für die Erforschung von Bimini eingesetzt werden. Bimini ist der Ort, wo das Team seine bisher wichtigsten Artefakte zutage förderte. Zwei Steine, die verblüffend antiken Ankern ähneln, die man in den Museen im Mittelmeerraum findet. Also der Anker ist ein entscheidender Fund. Die Anker, wir haben zwei davon hochgezogen. Und wir haben verschiedene Typen gefunden. Nicht nur die mit einem Loch, sondern auch die mit mehreren Löchern, wie man sie in den Lehrbüchern sieht. Noch weiß niemand, ob in den Lehrbüchern der Zukunft einer unserer Expeditionen der Ruhm für die Entdeckung von Atlantis zukommen wird. Aber die Laborergebnisse der Steinproben, die unsere Taucher von den Bahamas mitbrachten, sind vielversprechend. All diese Steine wurden als Strandsteine identifiziert. Gesteinsplatten, die sich auf natürliche Weise an den Stränden der Bahamas bilden und im Laufe der Zeit größer werden, weil die Brandung den Sand kontinuierlich zusammenpresst. Weil Strandstein organisches Material wie Muschelschalen enthält, kann man durch die Radiokarbon-Methode das Alter der Muscheln bestimmen und auch abschätzen, wann sie von Menschenhand bearbeitet worden sein könnten.
Wenn der Stein nicht zu der Zeit vom Strand entfernt worden wäre, wäre er weitergewachsen oder unter Sand begraben worden. Alle hofften zwar, dass die Untersuchungen der Steinanker von Bimini beweisen würden, dass sie aus prähistorischer Zeit stammen, aber die Berichte waren enttäuschend. Das sieht wie abgebrochen aus. Dieser kleine, mit vielen Löchern versehene Stein wurde auf nicht mehr als 500 Jahre taxiert. Das heißt, er könnte zu Zeiten von Kolumbus von den Ureinwohnern Amerikas benutzt worden sein. Aber das Testat für den größeren, herzförmigen Stein klang weitaus vielversprechender. Die Untersuchung zeigte, dass der Stein mehr als 2000 Jahre alt ist. Wir glauben, dass der große Stein etwa 30 vor Christus entfernt und zu einem Anker gemacht wurde. Auch das Datum liegt tausende Jahre zu früh, um eine direkte Verbindung zu Atlantis herzustellen. Aber es wirft dennoch ein völlig neues Licht auf die Geschichte der Entdeckung Nordamerikas. Man nahm allgemein an, dass die Bahamas zu der Zeit unbewohnt waren. Aber da lagen eine Menge dieser Anker. Also muss es da eine bisher unbekannte maritime Kultur gegeben haben. Aber wer diese Seefahrer waren und woher sie kamen, bleibt ein Geheimnis. Aber Greg Little sagt, die Größe des Ankers und die Tatsache, dass es eine weitere Hafenanlage und die Straße von Bimini bei Kaysel gibt, lassen darauf schließen, dass diese Seeleute den ganzen Atlantik durchqueren konnten. Sie kamen vielleicht von den Kanarischen Inseln auf die Bahamas. Sie trieben Tauschhandel mit den Kubanern, mit den Mayas oder wer auch immer dort lebte zu dieser Zeit in diesem Teil Südamerikas. Es war wahrscheinlich eine sehr rege maritime Kultur. Sie ist nur unbekannt und noch nicht anerkannt. Und als ob das noch nicht genug wäre, bekam Greg Littles Theorie weitere Unterstützung, als er zu Hause ein Video sah, das seine Frau Laura in Kaysel aufgenommen hatte. Hier, glaubt Greg, hat Laura das Bild eines Steinankers eingefangen, durch dessen Mitte ein Loch läuft und der Rillen wie von einem Seil aufweist. Dieser Stein war von den Tauchern übersehen worden. Wissen Sie noch? Ich will da nicht mehr hin, selbst wenn es hier ein paar Anker gäbe. Nun hat Little seine Meinung geändert. Er will nicht nur nächstes Jahr nach Kaysel zurückkehren, er möchte ebenfalls unter dem Sand in Bimini suchen und seine Suche gegebenenfalls auf Kuba ausdehnen. Man muss schon eine gewisse Tollkühnheit besitzen, um das zu tun. Muss abenteuerlustig sein. Denn meistens entdeckt man mehr Geheimnisse, als man lösen kann. Für alle Forscher, Schriftsteller und Analytiker ist das Thema der Wurzeln der Menschheit, von den Neandertalern zu den außerirdischen Göttern und Atlantis, ein Bereich der endlosen Spekulation. Wir hatten vor, einer uralten Legende nachzugehen und fanden schließlich Beweise für eine uralte Zivilisation. Ist das Atlantis? Hat Atlantis tatsächlich existiert? Niemand kann das wirklich sagen. Aber solange Platons Geschichte erzählt und gelesen wird, wird die Suche nach der versunkenen Stadt Atlantis immer weitergehen. Durch Romantiker und Abenteurer, die von der Kraft ihrer Überzeugungen getragen werden. Menschen, auf die Platon stolz gewesen wäre.